Hallihallo Leute, ich bin wieder zurück mit ARF auf den Dächern von Slums Sektor 5. Und wir sollen zurück zu Sektor 7 gehen und sie ein bisschen beschützen. In der Hoffnung, dass wir ein Date mit ihr bekommen. Und ja, ich bin mal gespannt, ob wir jetzt so zum Bahnhof zurückkommen oder nicht. Hätte ja eher den Weg auf den Boden. Pass auf! Hier wird der Weg enger. Ja, danke. Bevorzugt, aber scheinbar laufen wir lieber oben rum und lassen Arif in Pixeln auflösen. Liegt bestimmt an der Materie, die sie von ihrer Mutter bekommen hat. Aber hey. Dann schauen wir hier mal weiter. Dort geht's auch noch durch. Ach, wieder rum. Sind Schienen. Dieser Ausblick. Ehrlich gesagt, bin ich heute zum ersten Mal hier oben. Das überrascht mich nicht. Also, ich finde das Ganze ja unheimlich spannend. Das lässt irgendwann nach. Ist doch schön, die Aussicht von den Slums zu genießen, nach außen zu schauen. Ups. Nicht nur die Platte zu sehen. Ja gut, hier sehen wir auch trotzdem noch die Platte. Aber wir sind ja hier relativ verhältnismäßig am Rand. So, ups. Tauben, die fliegen weg, okay. Warte! Nun warte doch mal! Oh. Soll ich dir helfen? Yay! Jetzt renn doch nicht die ganze Zeit vor. Ich komme ja gar nicht hinterher. Und dich soll man für Soldat rekrutieren wollen? Fies bist du auch. Das ist schön, wie Cloud da einfach das sagt, was er denkt. So. Da hinten ist auch eine Kiste auf Schiene. Sie ist auch öffentlich. Ether in den Kämpfen verwenden können. Das bin ich nicht gewöhnt. Meine Magiepunkte aufzufrischen, sowie die LP-Punkte. Wohnt in diesem Viertel eigentlich niemand? Die Häuser sind alle verlassen. Wir stören niemanden. Oh. Ich glaube, dann die ist ja völlig verrostet. Lass mich vorgehen. Hätte ich an der Stelle den Kampf. Die Leiter ist ziemlich alt. Pass auf. Ja, ja. Das ist der Kampf gegen die Kampfmaschine. Vorsicht! Jetzt bleib mal locker, Cloud. So leicht falle ich schon nicht runter. Da an der Stelle um einiges oh, nein. gewesen. Ich falle nicht schon runter. Komm, Cloud, halt hier. Hab ich mich erschrocken. Vielen Dank, Cloud. Sieh mal, der Wall. Einmal wäre ich fast nach draußen gegangen. Hab's am Ende aber doch gelassen. Der war. Ist auch viel zu gefährlich. Ich hab gehört, dass die Welt außerhalb von Midgar grün und voller Tiere sein soll. Manchmal frage ich mich, ob ich an so einem Ort überhaupt leben könnte. Vielleicht nicht. Die Slums machen mir nichts aus. Ich lebe sogar gerne hier. In dieser Stadt bin ich zu Hause. Die Leute in den Slums sind so stark. Die lassen sich nicht unterkriegen, obwohl sie allen Grund dazu hätten. Ihr Lebensmut ist richtig ansteckend. Na, das sind ein paar Hubschrauber. Aber im Grünen zu leben ist mir an der Stelle ehrlich gesagt lieber als ich dort hier in der Mitte. Von daher. Gehen wir mal weiter. Wir haben auch die Löcher gesehen. Der Kirche. Dieses Mal gehe ich aber vor. Du versuchst sonst nur wieder, mich abzuhängen. Schaffst du das auch? Mit Links und Fieber. Siehst du? Wozu brauche ich dich eigentlich? Ich gehe einfach vor und lass dich zurück. Hoppla! Weniger reden, mehr konzentrieren. Dann erzähl du doch zur Abwechslung mal was, Cloud. Gehört nicht zum Job. Langweiler. Ich. Oh!
Oh. Nicht so ein Langweiler. Na? Mach mir nicht mehr Arbeit. Schön, dass er mal hier arbeitet. Ich zuerst! Erfreue dich doch ein bisschen, klar. Ui. Wobei, mit dem Schwert zu rutschen, ist bestimmt keine leichte Aufgabe. Aber freue dich doch einfach mal ab und zu mal. Hier, red doch mal. Sie möchte nicht mit uns reden, okay. No? Schaffst du das? Natürlich. Hast mich schon wieder gerettet. Mit dir wird es echt nicht langweilig. War das ein Kompliment? Ich denke mal. Oh, das ist ein süßes Kompliment. Sarkasmus. Gewöhn dich besser dran. Ja, die beiden sind wirklich süß. Wir sind jetzt ganz in der Nähe des Bahnhofs von Sektor 5. Komischerweise tummeln sich hier recht viele Ungeheuer. Na, sieh mal, wer hier wieder einen auf besonders cool macht. Ich kenne mich mit diesen Kreaturen einfach nur aus. Aber sie ist wohl jetzt ein Mitglied. Yep. Und kann ein paar Materien verwenden. Vitalität. Denke mal, das ist also zum Freiraum. Teil 18. Ja. Jetzt muss man das auch so machen. Stab. Na, halt, der wird automatisch schon zweimal gewirkt. Ah. Und dann begrenzt auf einmal während des Effekts. Okay, siehst du die Bufferin? Im Gebet wird er gehalten. Ah. Das ist sozusagen. Gucken wieder, okay. Ice Limit Vision. Okay, da kann man wohl spezielle Limits finden. Das Gewicht hier dann am besten. Und hier das Barriere. Sehen, dass ich auch mal eine andere Magie habe als auch die Ding. So. Du bekommst aber keine Beschwerden. Cloud, wo willst du hin? Okay, das ist die falsche Richtung. Ich dachte, da geht's zum Turm. Obviously. Von daher, ich meine, der Weg ging ja nur in die falsche Richtung. Ich hab's ja gesagt! Igel! Los! So, hatte ich eine Lüse. Kann ich schaffen! Weil. Eiselementare Magie. Gut, dass ich Eis gerade abgerüstet habe. Fühlt sich jedoch langsamer. So. Aber der Wasser kommt ist ja okay. Jetzt guck doch nicht so selbstgefällig in die Gegend. Ich denke mal, Aether wird
sehr wichtiges Item sein, so oft wie ich die Modi inzwischen verwende. Wie noch zu faul für die. Hey, was sieht da aus? Das war knapp! Sieht habe ich schon mal. Okay, kein Touch. Was? Wow. Nichts überstürzt. Kanne und ihre Gegengefährten heilen. Wird sie aus, mit der sie mehr gleichzeitig treffen kann. Bin ich jetzt drin? Du kennst dich in den Slums nicht wirklich aus, oder? Verglichen mit dir vermutlich nicht. Ich weiß, wo ich trainieren, arbeiten und schlafen kann. Mehr gibt es nicht in meiner Welt. Lass bloß nichts am Image kratzen. So, aber ich sollte vielleicht hier mal den Wachstab überprüfen. Auf jeden Fall ist sie wohl die Magierin der Truppe. Die magische Bilder. Sie ist sicher Materia-Slot. Immer wieder gern. Aber bevor ich die magische Attacke alles mache, physische Abwehr, so sieht es aus. So, da haben wir Emoxin, ja gut. Braucht man nicht zwangsläufig, aber hey. Nehmen wir halt was Offensives. Dann muss ich wenigstens sie auf euch zu pushen. Das ist ein Bahnhof. Das sehe ich selbst. Ein Bahnhof kam aber vorhin in deiner Aufzählung nicht vor. Sehr witzig. Schön, wie sie es so genau nimmt. So alles in seinem Leben gibt. Bleiben Sie ruhig! Ich bitte Sie! Hey, was ist denn jetzt? Guck mal, guck mal! Sei ruhig! Nicht so laut! Ganz schön was los. Bestimmt, weil man den Reaktor von hier aus sehen kann. Und vielleicht haben wir die Übertragung gesehen mit meinem Gesicht. Er brennt wirklich! Gaffen die? Ich glaube, die sind eher besorgt. Du wolltest wohl auch wissen, was los ist, was? Wie? Ja, genau. Gehst du jetzt nach Hause? Weiß ich noch nicht. Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist. Bist ein ganz schönes Stück von der Platte runtergekommen. Wirklich? Ich habe gar nichts bemerkt. Dann hast du aber Glück gehabt. Pass bloß auf dich auf. Hey, weißt du vielleicht, wie man ohne die Bahn nach oben auf die Platte kommt? Nein, leider nicht. Verstehe. Einfach so eine Explosion auszulösen. Das macht den Slums in der Aber das kommt nicht. Das darf echt wahr sein. Ich kann was kaufen.
Scheiße. Ich weiß, dass es ein Charakter ist, aber den habe ich eben noch nie gesehen. Hier. Aufgefüllt natürlich. Dieser Duft. Es gibt Maiden, Alter. Perfekt gesüßt, perfekt gewürzt. Ein Gedicht. Ist das noch süß oder schon eher herzhaft? Was willst du? Hm? Warte. Bereit zum Ausstieg. Vorbereitung. Fertig. Okay, der scheint was zu sein. Und los! Das sieht fast aus wie Hitler. Das ist ein Turk. Die geben wohl nicht so schnell auf. Nee. Scheint was Wichtiges zu wollen. Ist, von dir oder mir? Von dir wäre er. Wie auch immer. Nee, sie dürfen uns nicht entdecken. Na, dann nehmen wir die Seitenstraßen. Oh. Da gibt's aber Monster. Na, was? Die sind mir lieber als Shinra. Ja, und dann. Mit geheimer Spezialsoße. Ordentlich Zucker und willst du erwischt werden? So, dann gehen wir mal durch die Seitenstraße. Ein bisschen zumindest. Ja, können wir uns bewegen? Das ist eine von Shinras Müllhalden. Der Ort ist so unheimlich, dass sogar die Slumbewohner einen Bogen drum machen. Das perfekte Versteck also. Oder die perfekte Kampfstelle. Okay, aber bevor wir jetzt hier weiter den Müllberg gehen, würde ich hier neben diesem Schrottteil den Park wenden. Und falls ja euch der Park jetzt so weit gefallen hat und es keine Idee zu schneiden geklaut, wenn ihr euch unterhalten habt, dann gerne ein Like, Kommentar oder eben das da lassen. Auf Wiedersehen. Ciao.